Traderfox Trader Summer Camp 2013. Das Thema heute lautet die Strategien der erfolgreichsten Börsianer. Den Titel habe ich mir aus einem ganz besonderen Grund ausgedacht, weil ich schon seit Jahren die Auffassung vertrete, wer lernen will, wie man erfolgreich an der Börse handelt, der sollte sich einfach mal anschauen, was die, wie diejenigen Trader vorgegangen sind, die an der Börse reich geworden sind. Bevor man selber sich in ein neues Metier begibt, erst einmal von denen lernen, die etwas von ihrem Handwerk verstehen. Das heutige Webinar wird präsentiert von der Deutschen Bank und zwar genauer von der Abteilung X-Markets. Wenn Sie Produkte handeln wollen, Derivate und so weiter, schauen Sie doch am besten gleich beim größten deutschen Kreditinstitut vorbei. Die Produkte finden Sie auf www.xmarkets.de. Heute ist auch noch Co-Sponsor Lynx, Lynx Broker. Lynx empfehle ich vor allem für US-Aktien. Wer eine direkte Marktanbindung zur Nasdaq sucht in die USA und sehr günstige Gebühren bezahlen möchte, der ist bei Lynx an der richtigen Adresse. Den Link dazu schicke ich auch noch per E-Mail rum. Welche Börsianer, die an der Börse ein Vermögen verdient haben, werde ich heute genauer anschauen. Ich werde, und jetzt werden Sie vermutlich erst einmal komisch gucken, ich werde auf Warren Buffett zu sprechen kommen. Ich werde die großen Trendfolger kumuliert vorstellen, Mark Minervini, William O'Neill und Nicholas Stavers, wobei ich in diesem Webinar ganz klar den Schwerpunkt auf Mark Minervini legen werde. Dann werde ich über die Daytraderin Linda Bradford Raschke sprechen, wobei ich hier gerade sehe, dass auf meinem Slide das Raschke am Ende fehlt. Diese Börsianer stehen für drei grundverschiedene Vorgehensweisen, stehen aber gleichzeitig für überragende Erfolge. Und das gefällt mir ganz besonders, egal ob Warren Buffett, egal ob Linda Reschke oder ein Mark Minervini, alle haben komplett andere Strategien gehabt, aber alle ihre Strategien waren sachlogisch und nachvollziehbar und in ihrem theoretischen Umfeld wirklich absolut schlüssig. Was haben diese Börsianer gemeinsam gehabt? Oder was haben eigentlich die meisten erfolgreichen Börsianer gemeinsam? Wenn sie einmal ihre Erfolgsstrategie gefunden haben, dann sind sie der meistens treu geblieben. Das beste Beispiel dafür ist doch Warren Buffett. Jeder kennt ja noch diese Euphorie zum neuen Markt, zur Internet-Toss 1998, 2000, da wurde Warren Buffett wirklich richtig bösartig angegriffen und kritisiert. Ich weiß heute noch die Schlagzeilen, die ich gelesen habe und damals gar nicht verstanden habe. Investoren von Berkshire Hathaway haben Warren Buffett vorgeschlagen, er soll doch seinen Job abgeben, er versteht die Börsen nicht mehr und so weiter. Warum? Weil Warren Buffett damals gesagt hat, er investiert nicht in diese völlig gehypten Internetaktien. Warren Buffett hat am Ende recht gehalten, Warren Buffett hat in den nächsten Jahren den Crash gut überlebt, hat weiter sein Geld verdient und viele, die an diesen Internet-Hype geglaubt haben, sind daraufhin baden gegangen. Also, die meisten Börsianer, die ihre Erfolgsstrategien gefunden haben, sind diese treu geblieben, vor allem auch dann, wenn es einmal nicht so gut lief. Jede Strategie braucht ihre Phase, in der man mit ihr Geld verdienen kann. Warum nehme ich Warren Buffett heute mit rein? Das hat einen ganz besonderen Grund, auch wenn wir heute die klare Fokussierung auf Trading haben. Ich nehme Warren Buffett mit rein, weil ich das gut verknüpfen kann mit einem kleinen Ausflug in die fundamentale Bewertung. Ich werde das kurz und unterhaltsam machen, aber wir brauchen das dann gleich, um die Trendfolgeansätze von Mark Minervini und William O'Neill zu besprechen. Darum müssen wir einen ganz kurzen Blick in die fundamentale Bewertung werfen. Sie sehen ja, dass ich heute 25 Slides dabei habe. Das heißt, ich werde relativ zügig durchgehen, wenn Sie danach Fragen haben. Können wir das vielleicht im Anschluss noch klären? Einen Buchtipp möchte ich Ihnen noch geben von Glenn Arnold, die größten Investoren aller Zeiten oder die englische Variante, die ein bisschen ausführlicher ist. Ich weiß nicht, warum der deutsche Verlag hier, warum der drei oder vier Investoren weggelassen hat. Aber es ist ein super Buch, vor allem das Kapitel über Warren Buffett und
und George Soros. Die können Sie auf jeden Fall lesen. Da wird es innerhalb von 20, 30 Seiten wirklich kurz und bündig genau das einem beigebracht, worauf es bei diesen Investmentansätzen ankommt. Die größten Investoren aller Zeiten von Glenn Arnold, ein ganz heißer Buchtipp. Lesen Sie das auf jeden Fall bitte. Warren Buffett. Wer hat nicht schon über ihn gelesen? Ich glaube, ich muss ihn hier nicht weiter vorstellen. Zunächst einmal, oder mein Beitrag über Warren Buffett auf eine ganz wichtige Regel hinauslaufen lassen. Und zwar die Regel, dass Warren Buffett eigentlich immer dann gehandelt hat, wenn die Börsen am Boden lagen, wenn es eine Krise gab und wie er dann seine Investments begründet hat. Warren Buffett sagt ganz klar, das einzig wichtige Kriterium für ein Investment ist der Cashflow. Und das ist wirklich etwas Besonderes, weil fälschlicherweise wird Warren Buffett nachgesagt, er würde Unternehmen kaufen mit niedrigen Buchwerten. Diese falsche Meinung, die kommt da daher, dass er oft Benjamin Graham als seinen geistigen Vater nennt, aber Warren Buffett ist beileibe kein Buchwertinvestor. Warren Buffett kauft starke, effiziente Unternehmen, die in ihrer Branche dominieren und deren Wettbewerbsvorteil auf absehbare Zeit nicht einzuholen ist. Das ist jetzt ein ganz einfacher Satz, aber wir müssen uns den wirklich mal klar machen, weil dieses Kriterium, dass wir Unternehmen suchen mit einem einzigartigen Wettbewerbsvorteil, das zieht sich auch gleich hinüber zu William O'Neill und zu Mark Minervini. Es ist eigentlich ein gemeinsames Konzept, das die meisten erfolgreichen Aktieninvestoren angewendet haben. Und darum möchte ich darauf jetzt näher eingehen. Warren Buffett hat immer in Unternehmen investiert. Der Buchwert, der war ihm quasi vollkommen egal. Wichtig für ihn war, dass es sich um Firmen handelt, die mit ihrem Geschäftsmodell unangreifbar sind. Er hat diese Firmen als Burggrabenunternehmen bezeichnet. Das bekannteste Beispiel ist immer Coca-Cola. Ein weniger bekanntes Beispiel im Zusammenhang mit Warren Buffett ist die Münchner Rück. Was haben all diese Firmen gemeinsam? Von diesen guten Firmen ist die Zeit oder der Zeitfaktor ein enger Verbündeter. Ein unanfechtbares Unternehmen geht aus jeder Krise gestärkt heraus. Während die Konkurrenten pleite machen, geht dieser Marktführer, der seine Branche dominiert, geht gestärkt aus jeder Krise heraus. Wie kann man diese Unantastbarkeit gut einschätzen? Stellen Sie sich immer folgende Frage: Könnte ein reicher Investor mit einigen Milliarden Euro das Geschäftsmodell des Unternehmens einfach kopieren? Die Antwort sollte dann nein sein. Nehmen wir als Beispiel mal die ganzen Solarfirmen in Deutschland, wie eine SolarWorld, wie eine Qcells und wie sie nicht alle hießen. Die wurden ja vor 4 Jahren auch gehypt. Hat ein Solarunternehmen wie SolarWorld eine unanfechtbare Marktstellung? Ganz klares Nein. In solche Firmen würde Warren Buffett nie investieren. Und warum? Was muss ich tun, um in die Solarproduktion einzusteigen? Ich muss bei Applied Materials anrufen, ich muss zum Telefonhörer greifen, ich brauche Geld auf dem Konto. Dann rufe ich da an und sage: Hey, baut ihr mir mal eine schlüsselfertige Solarfabrik bitte auf? Ich möchte in dem halben Jahr mit der Produktion von Solarzellen beginnen. Jeder Investor mit genügend Geld kann in das Solargeschäft reingehen und darum kann man in diesem Geschäft kein Geld verdienen. Weil sobald für die Solarmodulproduktion die Rendite bei 3-4% ist, dann werden Leute investieren, Solarfabriken aufbauen und Solarzellen produzieren. Jetzt schauen wir uns mal im Vergleich eine Münchner Rück an. Wenn Sie jetzt 5 Milliarden Euro auf dem Konto hätten, könnten Sie eine Münchner Rück so einfach nachbauen? Könnten Sie eine Münchner Rück so einfach kopieren? Wenn Sie 5 Milliarden Euro auf dem Konto hätten, könnten Sie eine Google einfach nachbauen? Könnten Sie Facebook einfach nachbauen? Nein, das geht in der Form vermutlich nicht mehr. Und das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis darauf, auf eine unanfechtbare Marktstellung. Selbst mit sehr viel Geld würde es Ihnen nicht gelingen, ein Geschäftsmodell einfach mal so über Nacht zu kopieren.
Weil das Unternehmen entweder eine starke Marke hat, die nicht einfach ersetzt werden kann. Wir denken hier nur an Ferrari oder Coca-Cola oder McDonald's. Das sind ja die ganz klassischen bekannten Marken von Warren Buffett, die er immer als Beispiele nennt. Oder das Unternehmen hat eine Technologie, wie zum Beispiel Google. Die können sie nicht einfach kopieren mit Geld. Microsoft hat es ja jahrelang probiert. Die haben es nicht hinbekommen, eine Suchmaschine auf die Beine zu stellen, die genau gleich gut war wie die von Google. Und auf diese unanfechtbaren Wettbewerbsvorteile kommt es darauf an. Weil wenn man in einem solchen Unternehmen investiert ist, dann muss man sich eigentlich wenig Sorgen machen. Dann profitiert man im Laufe der Zeit fast immer. Und Warren Buffett hat dieses Prinzip wirklich zur Perfektion getrieben. Jetzt ist die Frage, wann kauft man diese Firmen? Und hier sagt Warren Buffett, oder hier hat Warren Buffett seit 50 Jahren, oder seit wann er eben aktiv ist, so gehandelt. Er ist immer dann eingestiegen, wenn es eine Rezession gab. Genau, hier muss ich kurz auf die Folie. Und jetzt sage ich Ihnen innerhalb von 120 Sekunden, wie Sie eigentlich an der Börse vorgehen sollten, wenn Sie nicht genügend Zeit haben für Trading und auf lange Sicht agieren. Dann ist die Strategie eigentlich ganz einfach. Machen Sie es so, wie es Warren Buffett gemacht hat. Es gab in der Geschichte des Kapitalismus, ich zitiere hier mal die Zahlen von der amerikanischen Statistikbehörde, 1854 bis 2009 gab es 33 Konjunkturzyklen. Hier sind noch ein paar Statistiken, wie lange ein Abschwung im Schnitt ging, wie lange ein Aufschwung im Schnitt anhielt. Also die Wirtschaftskrisen gehören zum Kapitalismus wie Gewitter zu einem heißen Sommertag. Ein Zitat von Werner Plumpe, der übrigens ein sehr schönes Buch geschrieben hat, Wirtschaftskrisen, kann ich Ihnen auch empfehlen. Jetzt passiert aber etwas sehr Merkwürdiges. In jeder Rezession, die einfach dazugehören zum Wirtschaftskreislauf, bekommen die Leute Panik. Sie schmeißen ihre Aktien auf den Markt, sie zweifeln am System, sie glauben daran, dass der Kapitalismus zusammenbricht. Wir haben das 2003 gesehen, wir haben das 2009 gesehen. Es passiert ungefähr alle 5 Jahre das gleiche Spiel. Und Warren Buffett hat es 50 Jahre lang eigentlich, ich vereinfache jetzt extrem, nichts anderes gemacht. Er hat in diesen Phasen, wo die Leute am gesamten System zweifeln, dann ging er auf Einkaufstour. Ein Zitat von ihm heißt, verliere nie den Glauben an die Zukunft der Marktwirtschaft. Und das ist absolut, absolut begründet. Jede Systemkollapskritik ist, wenn man sie wirklich bis an die Wurzeln hin zurückverfolgt, Schwachsinn. Warum? Kapitalismus heißt, wir haben ein Wirtschaftssystem, das auf Eigentumsrechten aufgebaut ist. Solange die Eigentumsrechte bestehen bleiben, erholt sich das System. Es geht gar nicht anders. Stellen Sie sich die Welt doch jetzt einfach mal real vor. Da draußen, da stehen überall Fabriken, da gehen jeden Tag Hunderte von Ingenieuren rein und bauen tolle Autos. Und das findet in der ganzen Welt so statt. Ob da jetzt die Staatsverschuldung hoch ist, ob da jetzt die Schulden eines Unternehmens groß sind, es ändert im Endeffekt gar nichts. Es ist nur ein Verteilungsschlüssel und wenn dieser Verteilungsschlüssel mal wieder ein bisschen wenn dieser Verteilungsschlüssel mal wieder umgewälzt werden muss, dann gibt es halt diese Krisensymptome, die man ja im Kapitalismus allzu gut kennt. Aber solange wir das System haben, das auf Eigentumsrechte basiert und Privatinitiative zulässt, das heißt die Gründung von Unternehmen, gibt es keinen logischen Grund, von einem Zusammenbruch des Systems auszugehen. Warum? Weil sobald wir eine Krise haben, verstärkt jeder Einzelne für sich die Anstrengung, aus dieser Krise herauszukommen. Und solange wir Privateigentum haben, guckt jeder, dass er sein Eigentum so gut wie möglich aus der Krise rausbringt. Das machen Unternehmenseigentümer, das machen Privatleute mit ihrem Privatvermögen. Und darum erleben wir das, dass in jeder Krise irgendwann das System sich erholt und wieder nach oben schießt. Und jetzt wissen Sie eigentlich, wie Sie, wenn Sie langfristig investieren, wie Sie es tun müssen. Warten Sie immer ab, bis
statistisch so alle 3 bis 5 Jahre wir eine Krise haben, bis an der Börse Panik aufkommt, also bis es den Index mal 30% runtergehauen hat vom Hoch. Und dann investieren Sie wie Warren Buffett in die unanfechtbaren marktführenden Unternehmen, in Burggrabenfirmen, die mit hohen Margen arbeiten, die eine starke Marke haben oder einfach einen technologischen Vorsprung im Geschäftsmodell, der so lange nicht angreifbar ist. Jetzt möchte ich noch auf ein Zitat von Warren Buffett zu sprechen kommen. Und damit Sie den roten Faden verstehen von diesem Webinar, was wir jetzt machen, muss sein, es ist jetzt kurz langweilig, aber wir werden es gleich brauchen. Wir werden es gleich brauchen, um zu verstehen, wie ein William O'Neill, wie ein Mark Minervini, wie die die wachstumsstärksten Firmen der Welt gefunden haben und warum diese Aktienkurse so extrem stark steigen. Warren Buffett hat gemeint, ich zitiere hier nochmal, das einzig wichtige Kriterium für ein Investment ist der Cashflow. Was verbirgt sich dahinter? Warren Buffett bekennt sich zum Discounted-Cashflow-Verfahren. Wenn ich eine Firma bewerte, geht das eigentlich ganz einfach. Ich addiere alle zukünftigen Cashflows und berechne davon den Gegenwartswert. Wie sieht so eine Cashflow-Reihe aus? Stellen Sie sich vor, Sie bauen einen Kiosk. Das Kiosk wirft Ihnen jedes Jahr 1.000 Euro ab. Dann können Sie diese 1.000 Euro bis in alle Unendlichkeit hinschreiben, abdiskontieren. Das vereinfacht sich dann auf eine einfache Formel. 1.000 geteilt durch 0,05 und dann bekommen Sie als fairen Wert von Ihrem Kiosk 20.000 Euro raus. Nehmen Sie jetzt hier mit, der Wert einer Firma ergibt sich aus allen zukünftigen Cashflows abdiskontiert auf den Gegenwartswert. Analysten machen das so. Das mag sich jetzt ganz komisch anhören, aber wenn Analysten, wenn die ihre Kursziele bestimmen, die geben ihre Umsatzschätzungen bekannt, diskontieren die ab und dann am Ende steht ein fairer Wert der Aktien. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel von Montega aufgelistet, die hier versuchen, den Aktienwert von Jungheinrich zu berechnen. Das heißt, wir brauchen eine Vorstellung, wie die Cashflows eben im mittelfristigen Zeithorizont ausfallen. Weil der Großteil der Bewertung einer Aktie ergibt sich daraus, was in 5 bis 15 Jahren passiert. Die nächsten 5 Jahre sind eigentlich komplett egal. Wenn wir langfristig Erfolg haben wollen, müssen wir Firmen heraussuchen. Ich spreche jetzt immer noch aus der Sicht eines Investors, die in 5 bis 15 Jahren extrem stark aufgestellt und sehr hohe Cashflows verdienen werden. Das treibt die Aktienbewertungen. Und darauf hat sich Warren Buffett konzentriert. Er hat gesagt, er kauft heute in der Krise die Firmen, von denen er ausgehen kann, dass sie in 10 Jahren immer noch ihre Branche dominieren. Und wenn er dann dieses kapitalistische System verstanden hat, und das hat Warren Buffett ja, darin ist er sein Erfolg begründet, dass wir in jeder Krise eine Erholung sehen, dann gibt es eigentlich wenig, was schiefgehen kann. Vielleicht noch, weil die Frage kommt nachher bestimmt, was sind nur solche marktführenden Unternehmen in Deutschland eigentlich? Ich würde ganz klar sagen, eine BASF, die wirklich in fast jedem Industriesektor vertreten sind, die global fast in jedem Land vertreten sind. Eine Münchner Rück, vielleicht im MDAX noch eine MTU, da bin ich gerade investiert. Die sind im Triebwerksbereich gut aufgebaut und Boeing, Airbus, alle arbeiten mit MTU zusammen. In China ist MTU vermutlich auch bald am Start. Fuchs Petrolub ist auch als ein Beispiel zu nennen. Das alles sind marktführende Unternehmen, Firmen, die ihre Branchen dominieren und die so einfach nicht verdrängt werden. Die kauft man nicht jetzt, die kauft man 2009. Eine Hugo Boss, super Marktstellung. Muss man doch kaufen in einer Krise wie 2009, oder? Bei 8% Dividendenrendite zu unter 10 Euro. Haben Sie nicht? Warren Buffett macht solche Sachen. Er kauft immer dann, wenn die anderen an den Kollaps glauben. Und das ist ja wirklich, eine Quintessenz des zyklischen Verhaltens, das am Ende eines Abwärtszyklus. Da glaubt die Presse an den Weltuntergang. Ich habe ein paar
Zeitungsartikel gesammelt von 2009, die haben ja alle davon gesprochen, dass der Kapitalismus kollabiert, dass unser Geldsystem kollabiert. Alle haben sie so einen Unsinn geschrieben. Aber nur dadurch gibt es an der Börse dann solche Geschenke. Nemetschek würde ich auch als Unternehmen bezeichnen mit fast unangreifbarer Marktstellung in den nächsten 10 Jahren und so weiter. Und diese Firmen kaufen Sie bitte aber nur in der Krise, nur im Crash. So, jetzt haben wir den ersten Teil, haben wir abgeschlossen. Nochmal die Übersichtsseite. Ich werde erfolgreiche Börsianer diskutieren und anhand von Warren Buffett bin ich jetzt darauf eingegangen, worauf es eigentlich bei Firmen ankommt. Ich glaube, das ist rübergekommen. Und ich habe ganz grob das Discounted-Cashflow-Verfahren zur Aktienbewertung angeschnitten. Jetzt schauen wir uns drei Trendfolger an, die in den USA wirklich für Furore gesorgt haben. Einmal Mark Minervini, der von Jack Schwager mit einer Performance zitiert wurde von 140% in seinem schlechtesten Jahr im Betrachtungszeitraum. Mark Minervini ist echt der Hammer. Er baut auf der Philosophie von William O'Neill auf, das sei vorhergesagt, weil ein bisschen finde ich, dass er sich mit fremden Lorbeeren schmückt, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn man das außen vor lässt, hat Mark Minervini ein super Buch geschrieben und seine SEPA-Methode, die werden wir uns jetzt anschauen. William O'Neill werde ich nur ganz kurz anschneiden. Ich lege heute ganz klar den Schwerpunkt auf Mark Minervini und Nicolas Davers werde ich eigentlich gar nicht anschneiden. Hier nochmal der Tipp: Gehen Sie auf traderfox.de. Und hier auf der TraderCamp-Seite finden Sie am rechten Rand PDF-Broschüren. Eine davon ist von Nicolas Davers. Lesen Sie sich die am besten durch. Die Trendfolger, ich habe hier Trendfolger rausgesucht, die alle verdammt viel Geld an der Wall Street verdient haben. Und, das ist für uns wichtig, die eine fast gleiche Vorgehensweise hatten, deren philosophische Herangehensweise an die Märkte eigentlich genau die gleiche ist. Wenn ich die Trendfolge durch habe, dann schauen wir uns mal die Daytraderin an, Linda Bradford-Reschke, die ja komplett anders vorgegangen ist als die vorherigen, aber deren System in sich auch Sinn macht. So, was ich jetzt vorstelle, können Sie in den beiden Büchern Trade Like a Stock Market Wizard und Wie man mit Aktien Geld verdient eigentlich viel besser vorlesen. Moment, ich sehe gerade, mir hat es die Bildschirmübertragung rausgehauen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, die beiden Bücher von William O'Neill und Mark Minervini gehören zu den besten Büchern, die Sie im Bereich Börsenliteratur finden können. Darum Pflichtlektüre kaufen, lesen. Schauen wir uns mal an, was man, oder berichten, schauen wir uns mal ein paar beeindruckende Fakten über Mark Minervini an. Ich gehe jetzt mal auf seine Seite und zeige ihm mal, also besuchen Sie auch minervini.com und hier sind einige Worte über Mark Minervini eingestellt. Er ist dadurch bekannt geworden, dass er bei der offiziellen Investment Championships mitgemacht hat und die mit einem eigenen Einsatz von 250.000 Dollar hat er die gewonnen, mit einer durchschnittlichen Rendite von 155%. Dann zitiert ihn Jack Schwager noch in einem 5,5-Jahres-Zeitraum, hat er in dem schlechtesten Jahr, in dem Betrachtungszeitraum von 5,5 Jahren, 128% Gewinn gemacht. Aus 100.000 US-Dollar wurden 30 Millionen. Aus 100.000 US-Dollar wurden 30 Millionen. Das zu Mark Minervini, zu seinem Erfolg in aller Kürze. Er wurde auch in der Presse rauf und runter zitiert, er wurde gelobt. Und wir werden uns heute seine SEPA-Trading-Methodik anschauen. Ich werde darauf eingehen, was sich hinter SEPA verbirgt. Fangen wir an. Fangen wir an. Fangen wir an mit William O'Neill und dann machen wir mit Mark Minervini weiter. William O'Neill ist eigentlich, man könnte sagen, der geistige Vater von Minervini. Also genauso wie jetzt ein Benjamin Graham, wie sich da Warren Buffett teilweise drauf berufen hat, hat Mark Minervini sehr viel auch von William O'Neill, ja, abgeschaut. Ja, man muss abgeschaut sagen.
William O'Neill ist eine, man könnte sagen, eine Research-Legende in den USA. Er hat die Ken-Slim-Strategie entwickelt. Das ist ein siebenstufiger Investmentprozess, um zielgerichtet die nächsten vielfache Aktien ausfindig zu machen. Was war seine Ausgangsfrage? William O'Neill hat sich gefragt, was hatten die größten Kursgewinner in der Geschichte der Wall Street gemeinsam? Er ist durch 100 Jahre Geschichte an der Wall Street durchgegangen, hat die Aktie mit den größten Kursgewinnen sich angeschaut und ging dann zurück. Er ging zurück zu genau dem Zeitpunkt, als die großen Kursanstiegphasen begannen. Und dann hat er sich geschaut, welche Merkmale hatten diese Aktien? Welche Merkmale hatte eine Home Depot, hatte eine Google, hatte eine Apple, hatte eine Walmart, hatte eine Cisco vor den exorbitanten Kursanstiegen? Und die gemeinsamen Merkmale, die er dann gefunden hat, hat er in der Ken-Slim-Methode zusammengefasst. In Ken-Slim steht jeder Buchstabe für ein gemeinsames Merkmal. Ich gehe die jetzt sehr schnell durch. Wenn Sie es genauer wissen wollen, können Sie sich auf der TraderCamp-Übersichtsseite die Broschüre zur Ken-Slim-Strategie von William O'Neill runterladen. Hier ist sie. C steht für Current Big or Accelerating Quarterly Earnings. Wir brauchen Aktien, die auf Quartalsbasis einen sehr starken Gewinnanstieg aufgewiesen haben. Ich nehme übrigens William O'Neill ganz gezielt vor Mark Minervini, weil wir darauf gleich aufbauen werden. Wir werden darauf gleich mit einer extrem wichtigen Erkenntnis aufbauen. Und mit extrem wichtig meine ich auch extrem wichtig. A steht für Annual Earnings Increase. Die größten Gewinneraktien in der Geschichte Amerikas hatten vor ihren starken Anstiegen einen guten Gewinn auf Jahresbasis. N steht für New Products, New Management, New Highs. Die größten Kursgewinner in der Geschichte der Wall Street waren junge Firmen meistens. Jünger als 10 Jahre. Die hatten ihr IPO nicht vor mehr als 10 Jahren. Und es waren Firmen mit neuen innovativen Produkten. Mit neuen Produkten, die das Potenzial hatten, einen gesamten Markt zu erobern. Das war in den 1920er Jahren eine General Motors, das waren danach die Fernsehaktien, das waren danach die Kühlschrankaktien, dann kamen die Chipaktien und so weiter. Immer die Aktien, die auf einer neuen Technologie- und Innovationswelle aufgesetzt haben, das waren dann meistens die Super-Performance-Stocks. Neue Geschäftsmodelle, die anderen Geschäftsmodellen überlegen waren und dadurch Marktanteile gewonnen und andere Firmen dominiert haben. Es ist ja, der Kapitalismus ist ja eigentlich ein sehr evolutionäres System. Man kann es als Wettbewerb der Geschäftsmodelle betrachten. Irgendwann steht morgens ein Unternehmer auf, hat eine grandiose Idee, wie Bill Gates, geht in seine Garage, programmiert eine wunderbare Software, vermarktet die besser, setzt neue Trends, hat ein neues Produkt, das es in der Form noch nicht gibt, und schon entsteht aus dem Nichts ein Weltkonzern. Das ist im Endeffekt das ist die Story, die nur im Kapitalismus gespielt werden kann. Und darum müssen wir ganz gezielt nach William O'Neill, nach diesen Firmen Ausschau halten, die jung sind und die neue Produkte oder Geschäftsmodelle haben. S in der Ken-Slim-Methode steht für Supply and Demand. Ich fasse das ganz kurz zusammen. Firmen oder Aktien von Firmen hatten am Anfang ihrer Super-Performance-Phase, am Anfang ihrer Kursvervielfacher-Phase, ein steigendes Akkumulationsvolumen. L in Ken-Slim steht für Leader or Laggard. Setzen Sie auf die Marktführer. Wenn Sie einen Branchentrend spielen wollen, dann setzen Sie auf die Marktführer. Als 2003 dann Google kam und Sie hatten die Wahl zwischen Yahoo und Google, Google war besser, Yahoo war der Loser, der Laggard, setzen Sie auf die Marktführer. Weil das sind die Firmen, die die höchsten Gewinnmargen haben, die am meisten Geld in Forschung und Entwicklung, in den Vermarktungen ausgeben können. Die dominieren meistens weiter. Die Punkte I und M, die werde ich jetzt nicht ansprechen, weil das wird zu ausführlich. Und jetzt fangen wir an mit einem sehr konkreten Beispielchart, den ich kopiert habe aus dem Buch
wie man mit Aktien Geld verdient aus dem Börsenbuch Verlag. Hier haben wir Cisco Systems. Cisco Systems vor dem Anstieg, vor dem Kursanstieg um 75.000% im Jahr 1990. Welche Eigenschaften, welche Merkmale hatte diese Aktie im Jahr 1990? 1990 vor dem großen Kursanstieg. Wenn Sie sich Fragen machen, warum ich langsamer mache, dann, weil ich versuche, das Problem mit der Monitoraufzeichnung, mit der Monitorübertragung in den Griff zu bekommen. Cisco Systems im Jahr 1990 vor dem großartigen Kursanstieg um 75.000%. Die Aktie hatte einen KGV von 30, ein Kursbuchwertverhältnis von 7, aber sie hatte davor ein hohes Gewinnwachstum gemeldet, ein hohes Gewinn- und Umsatzwachstum gemeldet. Der Umsatz ist auf Jahresbasis um 400% gestiegen. Und bleiben Sie einfach drin, bleiben Sie drin. Ich sehe gerade wieder das, bleiben Sie drin, bleiben Sie drin. In der Aufzeichnung sehen Sie den Chart, ich werde es gleich wieder aktivieren. Cisco Systems hatte sehr hohe Multiples, aber gleichzeitig ein extrem hohes Umsatz- und Gewinnwachstum. Dann hatten wir auch noch Kriterien aus technischer Sicht. Charttechnisch war bemerkenswert, dass die Cisco Systems Aktie in einer heftigen Marktkorrektur auf einmal relative Stärke entwickelte und neue Hochs erreichte, bevor der Markt sich erholt hatte. Und das ist jetzt ein ganz immens wichtiges Kriterium für alle Trendfolgetrader. Aktien, die in heftigen Marktkorrekturphasen neue Hochs machen und die starke Wachstumsraten haben, die eine schöne Story haben, die darf man nicht ignorieren. Die darf man nicht ignorieren. Das ist ein ganz starkes Kaufsignal, das sich andeutet. So, jetzt aktiviere ich nochmal die Monitorübertragung. So, jetzt müsste sie wieder aktiv sein und ich hoffe, es zerreißt mir die jetzt nicht mehr. Genau. Und jetzt fangen wir an, diese Argumentation mal zu vertiefen, bevor wir dann die SEPA-Methode von Mark Minervini besprechen, wie er ganz besonders den Einstieg gefunden hat. Ein hohes KGV hat für die meisten Börsianer eine abschreckende Wirkung. Aber das ist im Endeffekt ein Verhalten. Jetzt braucht mich hier niemand anrufen. Also. Ein hohes KGV ist für die meisten Börsianer ein abschreckendes Verhalten. Aber dieses abschreckende Verhalten ist eine vollkommen falsche Intuition. Das KGV ist eine Kennzahl, die manchmal eine gute Indikation für eine fundamentale Bewertung sein kann. Aber selten oder so gut wie gar nicht bei Wachstumswerten. Das KGV ist eine Größe, die, wenn sie niedrig ist, eigentlich eher der ein Makel anlastet. Ein niedriges KGV haben eigentlich meistens die Firmen mit schlechten Geschäftsmodellen und niedrigen Wachstumsperspektiven. Ein hohes KGV ist gleichbedeutend mit einer Qualitätsauszeichnung. Hohe KGVs haben meistens nur die Firmen mit hohen Wachstumsraten und mit guten Produkten, mit einer guten Marktstellung. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass Wachstum alles dominiert. Ein hohes KGV ist komplett egal, wenn eine Firma über Jahre hinweg stark wächst. So, jetzt habe ich nochmal mein Screensharing aktiviert und hoffe, es haut mir jetzt nicht gleich wieder raus. Ich habe hier mal den Wachstumspfad eines Unternehmens aufgeschrieben mit 50% Umsatzwachstum. Wir sehen in der Geschichte, das kommt häufig vor. Junge Firmen mit innovativen Produkten, da treten über mehrere Jahre hinweg Umsatzwachstumsraten von 50%
oder sogar noch deutlich mehr auf. Ich habe hier mal ein Beispiel konstruiert. Eine Firma mit 100 Millionen Euro Umsatz und einer Gewinnmarge von 2%. Wenn die jetzt eine Börsenbewertung von 100 Millionen Euro hat, dann liegt das KGV bei 50. Die meisten Börsianer würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und würden diese Aktie nie anfassen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was mit der Bewertung passiert, wenn die Firma einfach mal 4 Jahre Wachstum zeigt. Ich habe ein Umsatzwachstum von 50% unterstellt und einen Anstieg der Gewinnmarge von 2% auf 14%. 14% Gewinnmarge auf einem Steady-State-ähnlichen Niveau ist gut machbar für die marktführenden Firmen. Als Beispiel, Apple hatte letztes Jahr eine Netto-Gewinnmarge von 26%. Ich habe jetzt hier 14% unterstellt. Der Umsatz wächst in 4 Jahren bei 50% Wachstum von 0 auf 500, nee, von 100 auf 506 Millionen Euro. Wenn die Gewinnmarge im gleichen Zeitraum, wenn das Unternehmen sein überlegenes Geschäftsmodell monetarisiert, ähnlich wie es Google getan hat, die Nettogewinnmarge wächst auf 10%. Dann steigt der Gewinn in diesem Beispiel von 2 auf 51 Millionen Euro. Das KGV wäre bei 2. Eine solche Qualitätsfirma wird an der Börse vermutlich mit KGVs um die 20 bewertet. Das heißt, wir haben dann eine Verzehnfachung in der Aktie. Nee, wir hätten vermutlich sogar eine Verzwanzigfachung in der Aktie. Nee, eine Verzehnfachung. Wir hätten eine Verzehnfachung der Aktie. Eine Verzehnfachung der Aktie, obwohl wir von einem KGV von 50 herkommen. Und an diesem Beispiel sehen Sie eigentlich gut, dass Wachstum alles andere überragt. Welche Bedeutung hat das KGV? Das KGV hat so gut wie keine Bedeutung. Wenn Sie niedrige KGVs kaufen, kaufen Sie die schlechtesten Firmen, die es gibt. Und ich werde Ihnen das auch gleich beweisen. Darum, wenn wir ein innovatives Wachstumsfirmen haben, bei dem die Markttechnik bullisch ist, dann gewichten Sie das bitte höher als ein KGV, das eventuell hoch ist. Und klar, wir brauchen eine Absicherungsstrategie, das dürfte wohl klar sein. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein Beispiel, wie sehr oder wie schlecht das KGV geeignet ist, um gute Aktien herauszufinden. Es gibt auf der Website von Validea.com werden verschiedene Modellportfolios berechnet, wie die in den Jahren und Jahrzehnten abgeschnitten hätten. Hier haben wir einen Low PE Investor. Der ist nach der Strategie von John Neff, der sich auf niedrige KGVs spezialisiert hat, aber auch von Firmen, die Wachstumsraten hatten oder von denen er geglaubt hat, dass die Firmen wachsen können. Aber man sieht, das niedrige KGV war die richtige Einschätzung des Kapitalmarkts, dass es sich um Schrottfirmen handelt. Diese Strategie hat nur 3% gebracht und ist am ganz unteren Ende im Vergleich zu den anderen Strategien. Also das niedrige KGV ist eigentlich ein Kriterium, ist eine Bewertungsindikation, die für sich genommen so gut wie keine Aussage hat. Im Gegenteil, es ist ein klarer Warnhinweis. Und jetzt mit diesem Wissen switchen wir über auf die SEPA-Methode von Mark Minervini. Die SEPA-Methode von Mark Minervini besteht aus 5 Schlüsselelementen. Das erste Schlüsselelement ist Trend, das zweite sind die Fundamentals, das dritte ist Catalyst, das vierte sind die Entry Points und Punkt Nummer 5, Schlüsselelement Nummer 5 sind die Exit Points. Auch Mark Minervini hat ähnlich wie William O'Neill versucht, ein Regelwerk aufzustellen. SEPA steht für Specific Entry Point Analysis, wann man eine Aktie kaufen sollte, welche Eigenschaften die größten Gewinneraktien hatten. Und mit dieser Strategie hat Mark Minervini diese fast unglaubliche Performance hinbekommen, diesen fast unglaublichen Performance-Lauf mit 128% im schlechtesten Jahr. Aus 100.000 Dollar wurden über 30 Millionen. Jetzt schauen wir uns mal die Punkte genauer an. Mark Minervini hat festgestellt, dass er den Markt
als wichtiges Vorselektionskriterium akzeptiert. Er kauft Aktien, die in Aufwärtstrends drin sind. Die Kurstendenz sollte im Chart von links unten nach rechts oben zeigen. Schlüsselelement Nummer 2. Mark Minervini hat festgestellt, und jetzt wird's mega spannend, dass die Aktien vor ihrem starken Kurs anstiegen, dass sich eine operative gute Entwicklung schon im Vorfeld in den Kursen manifestiert. Das heißt, bevor der Anstieg kommt, steht schwarz auf weiß in den Quartalsberichten geschrieben, dass ein starker Anstieg und dass ein starker Umsatz- und Gewinnanstieg zum Beispiel stattgefunden hat. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, weil sie hilft uns oder sie ermöglicht uns, dass wir systematisch die Aktien nach der SEPA-Methode screenen können. Punkt 3, das dritte Schlüsselelement von Mark Minervini ist der Catalyst. Die größten Super-Performance-Stocks, so nennt er das, hatten einen Katalysator, hatten einen Auslöser, eine Ursache für den starken Anstieg. Dieser Ursache muss man mit ein bisschen Detektivarbeit auf den Grund gehen. Den Punkt 1 und 2, den können wir über Screener rein automatisiert, können wir diese Aktien herausfinden. Bei dem Punkt 3 ist ein bisschen Detektivarbeit erforderlich. Wir benötigen Firmen, bei denen wir ganz klar den Auslöser für die Gewinnsteigerungen erkennen und sehen. Ich nenne gleich praktische Beispiele. Punkt Nummer 4 sind die charttechnischen Entry Points, wann wir einsteigen, und Punkt 5 sind die Exit Points. Jetzt versuchen wir mal diese Aussage, dass sich eine operative starke Performance im Zahlenwerk manifestiert, bevor der große Kursanstieg kommt. Schauen wir uns die mal an am Beispiel der Apple-Aktie. Auch dieser Chart ist aus dem Buch von Mark Minervini, Trade Like a Stock Market Wizard. Apple. 2003 kam der iTunes Store. 2001 davor wurde schon der iPod released. Und diese Kombination iTunes und iPod, dass man sich digitale Musikstücke einfach herunterladen und auf dem iPod abspielen konnte, die hat dann irgendwann Mitte 2003 für eine extreme Dynamik bei den Umsätzen und Gewinnen von Apple gesorgt. Und jetzt schauen Sie sich mal an, wo die Aktie von Apple stand, bevor diese starke oder nachdem diese starke operative Performance bekannt wurde. Die stand quasi ganz, ganz unten. Das heißt, es hätte bei Apple genügt, abzuwarten, bis uns die Quartalszahlen zeigen, hier geht was. Und dann hat man einen Screener programmiert, der uns zeigt, hey, die Firma XY hat einen starken Umsatz und eine Gewinnsteigerung gemeldet. Dann spielen wir Detektiv. Dann schauen wir an, Apple, haben die neue Produkte gebracht? Haben die ein neues Geschäftsmodell auf den Markt gebracht? Haben die irgendetwas Innovatives auf die Beine gestellt, was Apple einen Gewinnvorsprung gegenüber der Konkurrenz gibt? Und hier kommen auch wieder genau die Gedanken von Warren Buffett ins Spiel. Wenn die Antwort ja ist, dann muss man die Aktie auf die Super Performance Watchlist nehmen. Und was mit Apple passiert ist, das ist ja hier bekannt. Noch ein jüngeres Beispiel, Tesla Motors. Was Tesla macht, ist seit Jahren bekannt. Seit Jahren bekannt. Ich selbst hatte im Januar ausführlich darüber geschrieben. Ich möchte das mal zeigen, weil ich das so gut gesehen habe. Master Traders Blog, Tesla Motors. Im Januar hatte ich geschrieben, 2013, das Jahr der Elektroautos. Warum ich der Tesla-Aktie eine Kursrallye zutraue, habe ich ganz klar begründet. Tesla Motors macht das erste Elektroauto mit 480 Kilometer Reichweite. Im ersten Quartal wird die Produktion voll nach oben gefahren. Das könnte einschlagen. Das erste gescheite Elektroauto, das auf den Markt kommt. Was hat die Aktie gemacht? Alle Fakten waren bekannt. Die Aktie hat gar nichts gemacht. Die Aktie ist seitwärts gelaufen. Erst als die Meldungen kamen, dass die Produktion wie erwartet nach oben gefahren konnte, dass der Absatz in Q1 leicht über den Erwartungen lag, erst dann hat hier die Phase des starken Kursanstieges begonnen. Und das ist genau die Erkenntnis, die uns Mark Minervini auch überliefert.
Eine operativ starke Performance manifestiert sich in den Zahlenwerken meist vor den Kursanstiegen. Das heißt, wir müssen die Entwicklungen nicht vorwegnehmen. Wir können wirklich uns darauf konzentrieren, dann zu agieren, wenn die Firmen diese starke operative Performance gemeldet haben. Und das ist doch ein ungemein beruhigendes Wissen, weil man kann seinen Screener anwerfen, der ganz systematisch die letzten Quartale überwacht und kann sich die Aktien erst dann angucken, wenn diese enormen Steigerungsraten im Umsatz- und Gewinnwachstum auftreten. Jetzt kommen weitere Beispiele aus dem Buch von Mark Minervini, die uns zeigen sollen, worauf wir achten sollen. Oder noch besser, es soll uns zeigen, von was wir uns nicht abschrecken lassen sollten. Hier ist eine Aktie, die kommt von 4, steigt auf 8. Wunderbar. Wer kauft solche Aktien? So gut wie niemand. Schauen wir uns mal den Chart an. Hier ganz links am Rand. Da war dieser Kursanstieg von 4 auf 8 und dann ist das passiert. Die Aktie hat sich nochmal verzehnfacht. Wie hoch war das KGV? Wie hoch war das KGV am Beginn dieser starken Bewegung? Es war bei 55. Das KGV war 55 und das ist genau dieses Muster, wo die meisten Trader nicht mehr agieren. Kursanstieg, Verdopplung, Aktie ist optisch weit gelaufen, hohes KGV. Da lassen die meisten Börsianer die Finger weg, aber genau darum schaffen die meisten Börsianer nie den Durchbruch, weil genau das die hochprofitablen Muster sind. Und ich habe Ihnen jetzt hier aus dem Buch von Mark Minervini noch zwei hochinteressante Beispiele mitgebracht. Hier unten ist die KGV-Entwicklung und hier oben ist die Kursentwicklung. Wir hatten hier eine Aktie, die war schon stark gestiegen. Punkt 1 bei der SEPA-Methode. Wir brauchen einen Trend, wir brauchen einen aufsteigenden Trend. Das KGV war hoch, bei 60. Die meisten Börsianer sagen hier, kaufe ich nicht, auch zu hoch bewertet. Aber wir lernen jetzt und bitte nehmen Sie das aus dem Webinar auf jeden Fall mit raus. Das KGV hat null Bedeutung, wenn wir es mit einem Wachstumsunternehmen zu tun haben und die Zahlenreihe oder die Rechnung dafür habe ich Ihnen ja vorher vorgemacht. Das KGV ist bei 60. Dann beginnt eine Phase der Kursverdreifachung. Das KGV ist 2 Monate später, nein, 2 Jahre später, immer noch bei 60. Warum? Weil die Gewinne des Unternehmens dynamisch gewachsen sind. Hier ein weiteres Beispiel. Sun Microsystems ist in einen starken Aufwärtstrend übergegangen. Hat dann hier schön seitlich konsolidiert. Das KGV stieg an. Das KGV stieg an und lag da um die 50. Es hat sich um eine Firma gehandelt mit einem innovativen Produkt. Die meisten Trader kaufen hier nicht. Aber genau hier begann dann die Super-Performance-Phase. Hier begann dann der sensationelle Kursanstieg von 20 auf 260 US-Dollar. Und auch hier wieder dieses Muster. Das hohe KGV, das ansteigende KGV, das eine hohe Qualität des Unternehmens signalisiert und eine enorme Stärke im Kurs. Dann begann die Super-Performance-Phase. Dann auf einmal ist etwas passiert, was wir das Broken Leaders-Syndrom nennen. Eine Aktie, die so gut gestiegen ist, fällt auf einmal. Der Kurs bricht ein. Und die ganzen Leute, die jetzt bei dem Anstieg nicht dabei waren, kommen auf einmal auf die Idee, die Aktie zu kaufen. Sie machen ja ein Schnäppchen, argumentieren sie. Und das KGV scheint sie zu unterstützen. Das KGV fällt erstmal ab. Die Gewinnprognosen oder die Gewinne sind noch hoch, das KGV fällt ab. Aber jetzt haben wir auch hier die Sichtweise von Mark Minervini gelernt. Wenn das KGV fällt, ist das ja ein Warnzeichen. Es zeigt uns doch, dass der Kapitalmarkt der Firma wenig Qualität zubilligt. Die Firma scheint ihren Wettbewerbsvorteil zu verlieren. Und genau das ist passiert. Das KGV war hier extrem niedrig, die ganzen Schnäppchenjäger haben hier gekauft, aber es war ein Warnzeichen, dass Sun Microsystems seine Innovationskraft und Wettbewerbsvorteile verliert. Der Aktienkurs ist weitergefallen. Und hier wird auch wunderbar ersichtlich,
dass man eigentlich genau anders vorgehen muss, als die meisten Börsianer vorgehen. Kaufen bei technischer Stärke, wenn dies begleitet wird von hohen KGVs und sogar ansteigenden KGVs. Finger weglassen, wenn die Kurse einbrechen und die KGVs sich dadurch zuerst reduzieren. Vielleicht muss man hier noch sagen, dass sie es besteht hier kein Widerspruch zu der Strategie von Warren Buffett und der zu Mark Minervini. Was wir jetzt anschauen, sind Regelwerke für Einzelaktien. Was ich eingangs gesagt hatte, dass Warren Buffett immer im Crash kauft, gilt für Gesamtmarktcrashs, für Systemkrisen. Es gilt nicht dann, wenn wir einen Bullenmarkt haben und eine Aktie, die fällt auf einmal und fällt, fällt und fällt. Von solchen Aktien muss man die Finger weglassen. Die Warren Buffett-Strategie funktioniert nur, wenn wir im gesamten System Untergangsstimmung haben. Von Aktien, die relative Schwäche zeigen, lassen Sie die Finger weg. Die würde Warren Buffett auch nicht kaufen. Ja, und jetzt kommen wir schon zum Punkt 4 von der SEPA-Methode. Und Mark Minervini schreibt hier im Endeffekt genau das Gleiche, was William O'Neill auch schreibt. Wenn wir solche Aktien haben, die die Kriterien erfüllen, die Super-Performance-Stocks normalerweise haben. Aufwärtsgerichteter Trend, hohes Umsatz- und Gewinnwachstum in der Firma, ein innovatives Produkt, ein überlegenes Geschäftsmodell. Dann kaufen wir diese Firmen erst, wenn wir in einer soliden Basis drin sind. Das heißt, wir brauchen eine flache Base, wir brauchen eine Konsolidierung, wir brauchen einen U-förmigen Konsolidierungsverlauf, den ja William O'Neill so schön als Tasse mit Henkel bezeichnet hat. Diese Konsolidierungen brauchen wir, damit das Chance-Risiko-Verhältnis gut ist, um einzusteigen. Und jetzt wird aus der ganzen Sache quasi eine runde Sache. Jetzt macht alles Sinn. Wir schauen auf Aktien nach starken Trends, die screenen wir. Dann gucken wir, ob eine starke Verbesserung bei den Fundamentaldaten stattgefunden hat. Dann machen wir noch ein bisschen manuelle Detektivarbeit und gucken uns an, ob wir ein innovatives Produkt erkennen können, das für die Gewinnsteigerung verantwortlich ist. Wie bei Tesla Motors Elektroautos. Immer das gleiche Spiel. Dann warten wir jetzt ab, bis wir aus einer Phase kommen, in der die Aktie auskonsolidiert ist. Oder, und das ist jetzt mein eigenes Regelwerk, bis wir einen Pivotal Point haben. Bis wir im Falle von Tesla Motors die Nachricht haben, bis die starken Umsatz- und Gewinnsteigerungen gemeldet werden, und das ist dann der Pivotal Point, der ermöglicht uns auch den Einstieg mit gutem Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, und das Schöne an diesen Methoden ist, von Mark Minervini, von William O'Neill, wir können sie systematisch screenen. Und jetzt darf ich Ihnen verraten, dass TraderFox genau hieran arbeitet. Wenn wir unser neues Trading Desk auf TraderFox.com, wenn da die Premium Tools integriert werden ab September, dann haben wir auch fundamentale Screenings, mit denen man die Aktien nach Mark Minervini und nach William O'Neill ganz gezielt herausfinden kann. Daran arbeiten wir gerade bei TraderFox, dass man diese Muster hat. So, jetzt haben wir, ich gehe nochmal zurück zu meiner Übersichtsfolie vom Anfang. Jetzt haben wir Warren Buffett kennengelernt, der sich im Endeffekt, der als Strategie hatte, das panische Verhalten der Investoren, der Börsianer auszunutzen, die in jeder kapitalistischen Schwächephase ihre Aktien auf den Markt geworfen haben. Und dann hat Warren Buffett marktführende Firmen gekauft. Dann hatten wir die Trendfolger. Ich habe hier Mark Minervini besprochen und William O'Neill. Beide, und hier ist der rote Faden von Warren Buffett zu den Trendfolgern, Minervini und O'Neill haben Firmen gesucht mit überlegenen Geschäftsmodellen, die mit innovativen Produkten sich in Phasen der starken operativen Verbesserung gefunden haben. Sie haben dies mit der Erkenntnis verknüpft, dass die Super-Performance-Stocks, ich greife diesen Begriff mal weiter auf, am Beginn ihrer starken Anstiegsphasen hohe KGVs hatten, hohe Multiple-Bewertungen. Warum das?
überhaupt kein Problem ist, wenn die Firmen wachsen, habe ich Ihnen vorgerechnet. Damit haben wir eigentlich jetzt zwei schöne Prinzipien kennengelernt, wie man sich an die Börse herantasten kann. Jetzt möchte ich noch ein gänzlich anderes Trading-Prinzip vorstellen, und zwar das von Linda Bradford-Reschke. Linda Bradford-Reschke ist eine Daytraderin, die ist uns auch bekannt aus der Market Wizards-Reihe von Jack Schwager. Lesen Sie die Bücher von Jack Schwager auf jeden Fall. Auch hier sind sehr gute Erkenntnisse drin. Linda Reschke ist keine Trendfolgerin, sie ist keine Investorin. Sie ist eine sehr kurzfristige Traderin, die punktuell, zielgenau und mit sehr engen Stoppkursen agiert. Ich nenne jetzt mal ein paar Grundlagen, einige Grundregeln von ihr. Wenn Sie das genauer nachlesen wollen, dann kaufen Sie das Buch Top Trading Gewinne aus dem TM Börsenverlag. Linda Reschke hat die Philosophie, dass Trading erst dann stattfinden sollte, wenn deutlich erkennbare, zuverlässige Muster vorliegen. Sie nutzt mechanische Systeme, um Einstiegspunkte zu identifizieren. Sie sagt, sie muss den Einstieg in Situationen finden, die sie kennt, wo sie Erfahrungswerte gesammelt hat und die sie darum gut beurteilen kann. Und darum hat sie klare Regelwerke eingestellt für den Einstieg. Sie setzt auf Strategien, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sofortige Marktbewegung produzieren, wo sie dann immer mit einem initialen Stoppkurs ihren Trade absichern konnte. Und das macht Linda Reschke so sympathisch für viele Daytrader, weil man hat keinen Stress. Man hat nach Linda Reschke, wenn man diese Strategie nachhandelt, hat man einfach keinen Stress. Man setzt einen Stoppkurs ganz knapp unter Einstand, er orientiert sich an der Strategie und dann ist man in dem Trade drin und sofort abgesichert. Sie tendiert dazu, bei ihrem Daytrading sehr kleine Verluste nur zu akzeptieren. Sie hat Handelsmuster aufgestellt, die sofort eine Bewegung auslösen sollten. Und jetzt schauen wir uns mal ein solches Handelsmuster an. Nein, noch nicht. Eine Kernphilosophie von Linda Reschke lautet: Handle immer dann, wenn du dein Risiko minimieren kannst. Und das ist doch mal eine schöne Motivation. Wenn man immer das Risiko minimieren kann, dann kommen die Gewinne irgendwann von ganz alleine. Wenn man immer in solchen Situationen handelt, wo der Markt in irgendeiner Richtung eine deutliche Überkauftheit oder Überverkauftheit zeigt und wir mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Überverkauftheit wieder ausgleichen, dann kann man an diesem Punkt das Risiko ganz eng minimieren und wenn dann die Gewinne kommen, dann kommen auch die großen Gewinne von ganz alleine. Das ist ihre Philosophie und darum setzt sie immer sofort initiale Stoppkurse direkt nach Öffnung der Trading-Position. Ich stelle jetzt hier im Webinar die Heilige Gral-Strategie vor, zeige Ihnen aber nochmal, dass Sie auf der TraderFox-Website hier unter PDF-Broschüren auch noch andere Regeln von Linda Reschke aufrufen können. Und zwar haben wir hier einmal die Spike-and-Ledge-Formation ist hier noch eingestellt von Linda Reschke und die Wolfe-Wellen-Formation. Auch das sind Daytrading-Muster, die in diesem Buch Top Trading-Gewinne vorgestellt werden. Hier stelle ich jetzt den Heiligen Gral vor. Der Heilige Gral ist von Linda Reschke ein Daytrading-Ansatz, der dann zum Zuge kommt, wenn sich hohe Aufwärtsdynamik aufbaut. Wenn wir von einem Trendtag an den Aktien, an den Märkten ausgehen können. Was sind Indikatoren da dafür, dass ein Trendtag vorliegt? Linda Reschke nennt hier zum Beispiel, wenn die ersten beiden Candles eines Tages im 15-Minuten-Chart direkt nach oben pacen, wenn die gleich Aufwärtsdrang zeigen, dann geht sie von einem Trendtag aus. Und Trendtag heißt, dass wir entweder eine dynamische Trendfortsetzung nach oben oder nach unten sehen sollten. Wie können Sie den 15-Minuten-Chart überprüfen? Gehen Sie zum Beispiel auf unser Trading Desk, auf traderfox.com, machen Sie als Zeiteinheit hier
können Sie 15 einstellen und dann haben Sie die Tagescandles oder haben Sie die Candles direkt hier drin. Und dann können Sie gleich zur Eröffnung gucken, beginnt der Tag mit zwei schönen Candles. Und dann sagt mit zwei schönen, in dem Fall grünen Candles, ja, man könnte fast sagen, die heutigen Candles haben einen Tag angekündigt, der für den Heiligen Gral gut gewesen sein müsste. Dann ist ein Tag, um den Heiligen Gral zu handeln. Es handelt sich um einen Trendfolgeansatz, der dann aktiv wird, wenn der ADX, das ist ein technischer Indikator, über 30 ist und ein Trendverhalten anzeigt. Der ADX hat eine ganz große Stärke. Die ganz große Stärke ist es, dass er wirklich einen Trendmarkt signalisiert. Das heißt, wenn wir von einem Abwärtstrend kommen und der Kurs dreht hier dann scharf nach oben, dann ist der ADX sofort über 30, obwohl dieser Aufwärtstrend noch ganz, ganz jung ist. Und das ist die Stärke des ADX. Warum? Weil wir eine starke Trendstärke hatten auf dem Weg nach unten und jetzt hier dann sofort eine Abdynamik aufbauen. Und das fängt der ADX sehr gut ein. Wie macht er das? Er besteht eigentlich aus zwei Indikatoren. Aus einem, der die Abwärtstrendstärke berechnet, aus einem, der die Aufwärtstrendstärke berechnet. Und darum ist er sehr schnell über 30, wenn wir in diese starken Trendbewegungen drin sind. Dann sagt Linda Reschke, sie sucht einen starken Trend. Das macht sie mit dem ADX, der über 30 sein muss. Dann muss ein Pullback auf den 50er exponentiellen GD stattfinden, weil sie möchte nicht in der Fahnenstange kaufen, sie möchte immer dann kaufen, wenn es einen kurzen Rücksetzer gegeben hat und sie dann darauf spekuliert, dass die Trenddynamik wieder einsetzt. Wenn dieser Rücksetzer auf den exponentiellen 50er GD stattgefunden hat, wird eine Stop-Buy-Order über dem Tageshoch platziert, der den 50er GD anreißt. Hier ist die Stop-Buy-Order drin. Der Trade wird eröffnet, wenn die Stop-Buy-Order ausgeführt wird. Absicherung ist dann direkt unter dem Formationstief. Und hier kommt dieser Ansatz von Linda Reschke dann zum Tragen, immer dann zu handeln, wenn sie das Risiko sofort minimieren kann. Hier das gleiche Spiel. Wir sind immer noch im starken Trend drin. Der Rücksetzer auf den exponentiellen 50er GD hat stattgefunden. Dann platzieren wir hier die Stop-Buy-Order und schon setzt die Trenddynamik wieder ein. Wir werden in den Trade eingestoppt. Das ist das Prinzip vom Heiliger Gral. Ich sage nochmal die Regeln. Ich nenne nochmal die Regeln. Zuerst bestimmen wir die Stärke des Trends in einem Markt. Der ADX muss einen Wert von über 30 annehmen. Das signalisiert einen starken Trend. Dann sagt Linda Reschke, sie wartet ab, bis ein Retracement stattgefunden hat. Sie wählt hier den 20-Tage-Durchschnitt. Ich habe vorhin 50 gesagt, streichen Sie das bitte, es ist der 20er. Der exponentielle 20er GD, wenn der berührt wird, dann ist das der Trigger, um die Stop-Buy-Order zu platzieren. Direkt nach der Stop-Buy-Order, wenn sie ausgelöst wurde, setzen wir einen Stop-Loss unter dem Formationstief. Linda Reschke hat übrigens dazu tendiert, die Hälfte der Gewinne schon mitzunehmen, sobald ein neues Bewegungshoch erreicht wurde. Also wenn wir, ich gehe dabei ganz nah ran, wenn wir hier in den Trade reinkommen und hier ist dann die schöne weiße Candle, die auf einem neuen Bewegungshoch schließt, dann würde Linda Reschke die Teilposition verkaufen. Und die andere Hälfte lässt sie laufen und nach Gefühl. Und Linda Reschke sagte ganz klar, sie ist keine rein mechanische Traderin. Sie handelt halb mechanisch und halb diskretionär nach Erfahrungswerten, die auch dann ein Bauchgefühl begründen können. Ein sehr schöner Ansatz, finde ich. Ich muss ihr noch den kleinen Hinweis geben. Ich habe in der Literatur von Linda Reschke habe ich zwei verschiedene Quellen gefunden. Also einmal war der Heilige Gral mit der Stop-Buy-Order auf dem Candle, der den 50er GD berührt, und einmal auf dem Candle davor. Also das sage ich Ihnen, waren die Quellen, die ich hatte, die Charts nicht immer ganz eindeutig.
Sie können übrigens auf der Seite von Linda Reschke, das ist die lbrgroup.com, dort können Sie die Regeln von Linda Reschke nachlesen. Sie hat die online gestellt, was sie so publiziert hat. Also auf lbrgroup.com, das ist die Website von Linda Reschke, gibt es hier oben den Punkt Magazine Archives. Und dort finden Sie viele interessante Artikel, die Linda Reschke veröffentlicht hat. Und am Alter von diesen Artikeln sieht man, dass Linda Reschke eigentlich ihre Trading-Strategie schon seit 20 Jahren und noch länger gefunden hat und seitdem die einfach durchzieht. Und das macht ja viele Börsianer, erfolgreiche Börsianer aus. Sie finden ihre Erfolgsstrategie, bleiben dieser treu, ziehen die dann durch und machen damit ihr Geld. Jetzt haben wir insgesamt drei verschiedene Ansätze kennengelernt, wie Börsianer verdammt reich damit wurden. Einmal die Warren Buffett Methode, und die würde ich ohne Ernst, würde ich 80% von Ihnen empfehlen. Wer langfristig anlegen will, geben Sie sich den Stress mit Trading, machen Sie den doch überhaupt nicht mit. Legen Sie Geld an wie Warren Buffett. Gehen Sie in Rezessionsphasen auf Einkaufstour und kaufen Sie dort die marktführenden Unternehmen. Haben Sie mit extrem wenig Stress sehr viel erreicht. Wenn Sie hingegen sagen, ich möchte Trading so praktizieren, dass es mich in neue Vermögensdimensionen bringen kann und ich würde mich ganz klar hier eingruppieren, dann machen Sie einen Trendfolgeansatz. Und hier sind unsere Heroes, unsere Vorbilder, von denen wir sehr viel lernen können: Mark Minervini und William O'Neill. Die Ansätze habe ich Ihnen erläutert. Technische Stärke, exzellentes Firmen, hohes KGV ist eher ein Anzeichen von Qualität. Diese Firmen, oder ich möchte es mit einem Satz jetzt formulieren: Wir kaufen die wachstumsstärksten Firmen der Welt, die innovative Produkte haben, wenn wir charttechnisch aus einer schönen Base rauskommen. Das können Sie machen mit TraderFox ab September. Da werden diese Aktien automatisch gescreent. Dann haben wir noch den Ansatz gelernt von Linda Bradford Reschke. Und es ist ein guter Ansatz, weil sie wirklich immer dann handelt, wenn irgendeine Marktanomalie eingetreten ist, die eine schnelle Trade-Entscheidung herbeiführt. Sie handelt zum Beispiel auch sehr viel nach Übertreibungen, wenn der Kurs Spikes macht. Das können Sie in der PDF-Broschüre auch nachlesen. Und dann aus dieser starken Situation, aus dieser Anomalie der Überkauft oder Überverkauftheit sich eine Trendwende andeutet. In solchen Situationen handelt sie gerne und dann kann sie mit engen Stop-Kursen arbeiten. Das ist eigentlich ähnlich wie bei meinem Pivotal Point-Prinzip, wo ich auch mit engen Stop-Kursen arbeiten kann. Und auch hier die Antwort: Wenn Sie nach Linda Reschke handeln wollen, TraderFox beinhaltet Screener im Premium-Bereich, mit denen Sie die Heilige Gral, Spike and Ledge, Wolfe Wellen und so weiter sich automatisiert anzeigen lassen können. Das war eine kurze Einführung in die Geschichte der erfolgreichsten Börsianer. Vielleicht als Fazit: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um an der Börse erfolgreich zu sein. Sie muss zu Ihnen passen. Die einigen werden ungeduldig sein. Die müssen sowas machen wie Linda Bradford Reschke. Wer nach 2 Tagen, wer ihm da das Kribbeln packt und der kann keine Position mehr halten, der kann nicht als Trendfolger erfolgreich sein. Die anderen von Ihnen, die 2 Stunden nur abends sich mit der Börse beschäftigen wollen, die auf Sicht einiger Tage und Wochen handeln wollen, für die sind die Methoden von Mark Minervini und William O'Neill auch eine schöne Methode. Dann gibt es Leute, die gerne investieren, die es nie übers Herz bringen werden, Stoppkurse einzuhalten. Die Leute gibt es einfach. Es gibt Leute, die können keine Stoppkurse setzen, die können keine Stoppkurse einhalten, schaffen die nicht. Und wenn Sie so ein Typ sind, Sie sollten das wirklich sich ehrlich eingestehen und dann machen Sie bitte einfach das Warren Buffett-Prinzip. Wenn Sie nicht in der HOS kaufen, nicht im Bullenmarkt kaufen, sondern immer in der tiefen Krise und dann die marktführenden Firmen, dann können Sie mit ihrer Harakiri-Strategie keine Absicherung zu fahren, dann können Sie damit eventuell erfolgreich sein, wenn Sie die Firmen gut auswählen. Aber für alle anderen Trader, die auf die anderen Dinge handeln, ist Risikomanagement natürlich oberste Pflicht. Ich hatte ein Webinar heute eigentlich angesetzt, noch zum Thema
Risikobegrenzung, Money Management. Mir ist aber sehr schnell klar geworden, dass das zeitlich nicht reicht. Ich schicke da jetzt bald den Ersatztermin rum. So, jetzt mache ich mal den Chat an, falls es noch Fragen gibt.